meine Muttersprache ist Kurdisch und ich komme aus Nordsyrien, wo die Kurden leben. Mein kleines Dorf heißt Karagul. Ja, erstmal, wenn ich nach Deutschland gekommen bin, ich war in Dortmund. Die Migranten- und Flüchtlingeheimat hat entschlossen, dass ich muss nach Bremen erstmal umgezogen. Erstmal. Und dann die Bremen für Flüchtlinge und Migranten hat mir gesagt, du musst hier 7 Tage oder eine Woche ungefähr warten, bis meine Papiere und Dokumente fertig sind. Und dann habe ich entschlossen, das muss ich nach Bremerhaven. Ja, Heimat für mich und für als Kurden bedeutet die Heimat ist ein Rucksack. Ich habe immer gesagt, so ist die Heimat. Kann man im Rucksack Heimat nehmen und dann, weil gibt es immer Krieg. Ja. Immer. Alles. Alles. Ja, habe ich gesagt, jetzt Bremerhaven ist mein zweiter Heimat. Ja. Jetzt, wenn ich Bremerhaven verlasse, und gehe zum Beispiel nach Hamburg und dort bleibe ich 2 oder 3 Tage, dann erinnere mich immer an Bremerhaven und sage, oh, ich muss zurück jetzt. Ja, weil gibt es viele Plätze hier in Bremerhaven. Zum Beispiel, ja, Bürgerpark gibt es auch viele Erinnerungen für mich. Ich war dort vielmal gegangen, ja. Erstmal war ich da, erinnere mich an meine Heimat. Ja. Weil die Blumen, es gab es gleiche Blumen in meiner Heimat. Und deswegen bin ich vielmal dort gegangen.